So, hello, hello zusammen. Ich möchte gerne heute mal das Thema ansprechen, wie kann es sein, dass du Schilddrüsenhormone nimmst und trotzdem einen langsamen Stoffwechsel hast? Also ich beobachte das immer wieder bei Kunden, dass sie Schilddrüsenhormone nehmen, wegen zum Beispiel einer Schilddrüsenunterfunktion und dennoch einen zu langsamen Stoffwechsel haben. Kleines Intro, Schilddrüsenhormone sind unter anderem entscheidend für den Stoffwechsel, um den Stoffwechsel zu aktivieren. Wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, bedeutet das, dass die Schilddrüse zu wenig Schilddrüsenhormone bildet oder umwandelt. Bedeutet wiederum, dass manche Leute vom Arzt Schilddrüsenhormone verschrieben bekommen, ja, dass der Stoffwechsel wieder schneller wird und dass das praktisch die mehr oder weniger die Produktion ersetzt, kann man sagen. So, und ich mache ja das Thema Hormone, ich beschäftige mich mit dem Thema Hormone und ich wende ein System an, wo ich 13 Körperstellen messe und eine Stelle davon, das ist die Rippe, da sehe ich eigentlich die Funktion der Schilddrüse und wie gut der Stoffwechsel ist. Und ich hatte schon sehr, sehr viele Leute, die Schilddrüsenhormone nehmen und trotzdem sehr viel Körperfett an der Rippe hatten, was bedeutet, dass die Schilddrüsenhormone nicht richtig wirken, beziehungsweise die Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Jetzt fragt man sich, naja, wie kann denn das sein? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Prinzipiell ist das sehr einfach, ja. Also wir haben Zellen und diese Zellen haben Rezeptoren. Bedeutet, es können Schilddrüsenhormone oder auch andere Hormone an diese Rezeptoren kommen, dort andocken und ihre Wirkung entfalten. Jetzt, was passiert, wenn zum Beispiel der Körper zu viele Östrogene hat? Durch Eigenproduktion oder durch äußere Quellen, wie zum Beispiel die Pille, Soja und so weiter, oder zu viele Stresshormone, bedeutet, die Nebennieren bauen einfach, oder nicht bauen, sondern bilden einfach zu viel Stresshormone, also Cortisol und so weiter, bedeutet auf gut Deutsch, dass diese Rezeptoren ständig belegt sind. Jetzt kommt da so ein Schilddrüsenhormon daher, will da andocken und merkt, hoppla hopp, das funktioniert nicht. Ja, das heißt, die Person, wenn man es mal ganz einfach sagt, nimmt eigentlich Schilddrüsenhormone für mehr oder weniger nichts. Ja, kann man praktisch so sagen. Natürlich heißt es nicht, dass man jetzt keine Schilddrüsenhormone mehr nehmen sollte, ja, weil sowas darf einfach nur der Arzt bestimmen. Aber schlussendlich kann tatsächlich einfach eine Situation bestehen, dass die Person Schilddrüsenhormone nimmt und der Stoffwechsel funktioniert trotzdem nicht optimal. Oder nicht so, wie er sollte, sagen wir es mal so. Es heißt ja nicht, dass er gar nicht funktioniert, sondern einfach nicht so, wie er sollte. Und die Lösung für dieses Problem ist eigentlich, die Hormone in die Balance zu bringen, also die anderen Hormone, ja, sodass schlussendlich dann diese Schilddrüsenhormone wirken können, beziehungsweise ganz optimal ausgedrückt wäre es, wenn die Schilddrüse sich wieder komplett regeneriert und man optimalerweise gar nicht mehr diese Schilddrüsenhormone bräuchte. Das wäre natürlich die absolut Idealsituation. Meine Erfahrung nach ist, dass das tatsächlich auch möglich ist. Ich habe genug Kunden gehabt, die keine Schilddrüsenhormone jetzt mehr brauchen, wo die Ärzte auch teilweise ziemlich verblüfft darüber waren, wie sowas denn sein kann. Ja, meine Erfahrung nach ist, man kann Leuten wirklich gut helfen mit natürlichen Sachen. Wenn man die Hormone wieder in die Balance bringt, können sehr, sehr, sehr viele körperliche Probleme gelöst werden, unter anderem eben auch Schilddrüsenprobleme. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich einigen mit diesem Video helfen konnte. Und was meine Hauptmessage ist, bringt eure Hormone in die Balance. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch bei mir. Und schlussendlich werdet ihr sehen, es geht euch viel besser. Ihr seid viel fitter, ihr könnt abnehmen. Ihr könnt eventuell sogar eure Schilddrüsenhormone auch absetzen. Und ich denke, dass das einfach sehr, sehr viel Lebensqualität ist und dass das sehr viel wert ist.